Die längste gedeckte Holzbrücke Europas. Zwei patinagrüne barocke Zwiebeltürme. Eine romantische Liebesgeschichte und ein weltberühmtes Trompetenstück. Egal von wo und wie man hinsieht und was immer man auch hört, diese vier sind stets dabei. Auf Postkarten, in Geschichtsbüchern, Fotoalben und Reiseberichten. In den Köpfen und Erinnerungen aller Besucher. Sie sind diese Stadt. Aber nicht statisch wie ein Bühnenbild. Nein, sie sind Begleiter einer bewegten Geschichte und bis heute lebendiger Teil des Alltags der Menschen hier. Seit die ersten Menschen diesen Ort als Lebensraum entdeckt haben, ist viel Wasser den Rhein hinabgeflossen und sind viele Jahrhunderte vergangen. Und nie haben die Bewohner ihn aufgegeben. Aus vereinzelten Behausungen wurden Höfe, dann Siedlungen, ein Dorf, eine Stadt, ein Kurort. Heute leben hier mehr als 17.000 Menschen. Hier, am Hochrhein, in Bad Säckingen. Thank you.